Hallo, kommt herein. Willkommen. Hervorragende Wahl. Ihr seid ein weiser und edler Kunde. Mann, ich bin total nervös. Fliegen wir direkt zum Sieg. Wieder vereint. Und sie sind weg. Die Champions sind hastig unterwegs ins Lager. Ein jeder hofft, als erster sein Bett und sein Mahl auswählen zu dürfen. Wer wird als erster dort sein? Bevor wir diesen Krieg begannen, hatte ich keine Ahnung, was ein Ifrit war. Offen gesagt, ihr wollt nicht wissen, was einer von denen mit unserer Verteidigung anstellen wird, wenn er sie erreicht. Der Dünenstamm hat eine ganze Reihe von ihnen entsandt. Sie sind fest entschlossen, uns aus diesem Territorium zu vertreiben. Vernichtet die feurigen Ifrits, bevor sie unsere Basis erreichen. Sonst ist alles verloren. Macht euch an die Arbeit! Thank you.
Ja, das war einfach. Wir werden angegriffen. Okay. Ja. Gut. Sprengstoff. Den sollten wir einsetzen. Die Champions planten ihr Vorgehen mit dem Scharfsinn eines Fuchses, der Tücke eines Fuchses und ach, vergesst es. Sie waren furchtbar clever und gewannen oft.
Das Dorf wuchs und der Gegner wurde zurückgetrieben, zog sich zurück wie Vargus Haaransatz. Armer Kerl, wir sprechen nicht darüber, wenn er dabei ist. Mann, 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 ich bin total nervös. Antheria, steh uns bei! Und sie sind weg. Die Champions sind hastig unterwegs ins Lager, an jeder hoffend, als Erster sein Bett und sein Mahl auswählen zu dürfen. Wer wird als Erster dort sein? Der Dünenstamm setzt Sand. Mhm. Ja. Von den Göttern niedergeschmissen. Gut. Gut. Okay. Okay. Angegriffen!
Götter? Fühlt sich schon besser. Am Geschmack muss ich noch arbeiten. Ist das normal? Fühle ich mich besser. Was für ein... Okay. Die Gerechten haben. Okay. Ja. Wenigstens wird es. Ziemlich furchtbar, aber sehr effektiv.
Nach Minze. Ja, okay. Seid gesichtet. Das war ein Volltreffer. Fühlt sich schon besser. Am Geschmack muss ich noch arbeiten. Geschmeckt, aber ich fühle mich wie neu. Willkommen. Ihr seid mein liebster Kunde. Hervorragende Wahl. Ihr seid ein weiser und edler Kunde. Ganz Anteria war voller Erwartung, als die Champions ihre Sache voranbrachten. Psst, schüttelt die Karte ein bisschen. Nur zum Effekt. Nach einer Weile hörten wir Gerüchte aus den Wüsten, die langsam einen Sinn ergaben. Zum Überleben in der Wüste war der Dünenstamm auf Oasen angewiesen, wie jeder andere auch.
Diese Oasen wurden eine nach der anderen von seltsamen Gewächsen überwuchert und das Wasser wurde zu fauligem Gift. Ganz langsam wurden sie an den Rand der Wüste getrieben. Gerüchten zufolge traf die Anführerin des Dünenstamms, Königin Nuaba, in einer Oase einen Djinn. Der Djinn erzählte Nuaba, dass das Übel, welches die Wüste und den Dünenstamm umbrachte, aus Anteria stammte. Wenn Königin Nuaba dieses Übel vernichten könnte, wäre ihr Volk frei. Der Djinn gab ihr einen Zaubergürtel, der ihre Kraft mehren und ihr die Macht geben würde, ihr Volk und die Wüste zu retten. Der Haken war, das war gelogen. Und nun kontrollierte der Djinn Königin Nuaba. Die dereinst so gütige Herrscherin trieb ihr Volk nun in den Krieg. Willkommen, willkommen, willkommen. Wie kann ich helfen? Das gehört euch. Ja, das könnt ihr haben. Oft brüteten die Champions über der Karte und diskutierten eine Taktik nach der anderen. Schließlich ließen sie in der Regel den blinden Horace den nächsten Schritt wählen. Er sparte eine Menge Strafe. Ich bin bereit, das wisst ihr. Mann, 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 ich bin total nervös. Endlich Action! Gut, das habe ich gebraucht. Okay, was gibt's? Höchste Zeit. Exzellent. Das wird eine große Hilfe sein. Habt ihr irgendetwas für mich? Nein, sowas. Wie wunderbar. Höchste Zeit. Sehen wir uns das einmal an.
Hervorragende Wahl. Ich schwöre, bei der Hälfte der Schüsse scheint Nussala nicht mal hinzugucken. Und trotzdem trifft sie immer ihr Ziel. Bemerkenswert. Waffen gewetzt, aller Mut in den Heldenposen, auf die man sich geeinigt hatte, ritten die Champions davon. Gut. Gut, okay. Jin sagte, ihr würdet kommen. Ihr habt unseren Sand besudelt, die Oasen erstickt. Der Zorn der Wüste wird eure Belohnung sein. Die Skorpione sind die Kinder der Wüste. Und die Wüste wird euch keine Gnade gewähren. Okay. Ja. Mhm. Gegner! Ihr seid stark, doch die Wüste ist stärker. Die Wüste ist ewig. Und ich bin ihre Königin. Ich bin der Sturm, der euch das Fleisch von den Knochen reißen wird.
Nach Minze. Mich besiegen. Besiegt den Djinn meiner Meinung. Ihr werdet mich niemals besiegen. Dieses Gefäß gehört mir. Alles Leben wird enden. Ihr werdet enden. Ich hoffe, das wirkt. Gegner! Ich befehle dem Himmel, euch zu zerschmettern. Jetzt fühle ich mich besser. Der Sand wird eure Knochen schleifen. Meine Knie zittern. Ist das normal? Ich werde euch treffen. Und das war's dann. Königin Nuaba und der Dünenstamm waren besiegt. Aber das war's natürlich noch nicht. Ich meine, wofür haltet ihr uns? Königin Nuaba überlebte. Kaelins Zauber über sie war gebrochen. Euch oder mich hätte der Fluch umgebracht, aber Nuaba war aus anderem Holz geschnitzt. Verwundet und schwach wie sie war, rief sie ihre Soldaten zurück und Friede kehrte ein. Sie und die Champions trafen eine Abmachung. Nach dem Ende der Kämpfe konnte sich der Dünenstamm eine Weile am Rand der Wüste niederlassen, während alle versuchten herauszufinden, was dieser Pestbeule Kaelin vorhatte. Wir konnten nur hoffen, dass unser reizender Widersacher nicht ahnte, wie gut wir uns schlugen.
Oft brüteten die Champions über der Karte und diskutierten eine Taktik nach der anderen. Schließlich ließen sie in der Regel den blinden Horace den nächsten Schritt wählen. Das spart eine Menge Streit. Ganz Anteria war voller Erwartung, als die Champions ihre Sache voranbrachten. Psst, schüttelt die Karte ein bisschen. Nur zum Effekt.